Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Handcremesammlung. Und ja, ihr wisst, diesen Monat kommen nur Sammlungen online. Und deswegen ist dieser Monat auch sehr, sehr voll mit Videos. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Es kommt fast jeden Tag ein Video online, manchmal auch mehrere am Tag. Weil ich ja auch noch zeitgleich immer meine Adventskalender abdrehe. Was heißt immer, so alle 6 bis 7 Tage kommen dann 3 Videos zu meinen Adventskalendern online. Aber jetzt geht es erstmal um, wie gesagt, meine Handcremesammlung. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich starte direkt, denn ich habe doch relativ viel da. Und ich starte mit Florena. Da habe ich eine Handcreme. Und zwar ist das diese hier. Das ist die Florena Intensive Pflegehandcreme mit Olivenöl für trockene Haut, 100 ml. Und diese Handcreme ist eben auch vegan. Ich mag die ganz gern. Ich finde den Duft genial von diesen Florena Handcremes. Hier sind 100 ml drin. Die kosten nicht viel. Die sind wirklich reichhaltig. Die sind wirklich sehr gut. Im Sommer auch ausreichend für meine Hände, im Winter brauche ich ein bisschen was Pflegenderes. Aber wirklich tolle Handcremes für einen kleinen Preis, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier auch einmal von Hansa eine Handcreme da. Und zwar ist das von Hansa die Handcreme Hand and Nail mit Arganöl, Hand- und Nagelpflege steht hier noch mit drauf. Und ja, die mag ich ganz gern, die riecht wirklich toll, die hatte ich auch schon mal. Die riecht wirklich super angenehm und ja, ist von der Pflege her auch schön, steht momentan im Bad, im Badschrank, also bin ich gerade am Verwenden. Dann habe ich mir ja relativ neu gekauft von Kneipp die Repair-Handcreme Winterpflege mit Cupuaco-Nuss und Vanille. Die finde ich auch wirklich, wirklich gut. Die ist wirklich sehr pflegend. Ich liebe diesen Duft und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Gibt es ja auch eine Cremedusche von, die habe ich auch wieder. Und das riecht einfach total toll. Die sind 75 ml drin. Dann habe ich hier einmal aus der Glossy Box Young von Claire Fischer die sinnliche Handcreme Macaron Rose. Und das ist eben eine extra pflegende Handcreme. Die riecht relativ süß nach Rose, ich mag das ganz gern. Und hier sind 60 ml enthalten, kostet glaube ich ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, ob es das so zu kaufen gibt oder ob das eben speziell nur in der Glossybox war. Dann habe ich hier von Aljana, das ist Naturkosmetik und zwar gibt es das im Alnatura, ist aber glaube ich keine Eigenmarke. Und zwar ist das die Handcreme Intensiv mit Bio-Arganöl und das ist eben eine reichhaltige Handcreme und die hatte ich im Tauschpaket mit der Lena. Ich grüße dich ganz lieb. Und die mag ich wirklich gern. Hier sind 100 ml. Ich habe die schon zweimal verwendet, um sie einfach zu testen. Und ich mag das echt gerne. Hier sind auch gute Inhaltsstoffe drin. Und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Diese Handcreme riecht auch sehr gut. Natürlich riecht sie nach Naturkosmetik. Aber die ist auch sehr pflegend, muss ich sagen. Also ich mag die sehr gern. Dann habe ich hier von Essence ein paar Produkte. Und zwar einmal hier Rich and Smooth Hand and Nail Balm. Habe ich noch nicht getestet. Ist mit Allantoin und Vitamin Soll E. Soll eben kein klebriges Gefühl hinterlassen. Da bin ich gespannt drauf. Und einmal von Essence Repair and Protect Hand Cream. Die ist mit Kokosöl und Shea Butter. Mag ich ganz gern. 75 ml sind die enthalten. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Riecht auch gut, aber die habe ich, also die gelbe habe ich schon, ich glaube, einmal getestet. Fand die, wie gesagt, ganz gut. Die lilane habe ich noch nicht probiert. Dann habe ich von Essence hier noch die Super Rich Super Soft Handcreme. Die riecht so ein bisschen nach Rose. Mag ich auch ganz gern. Hier steht drauf Moisturizing Concentrate mit Shea Butter, 25 ml sind hier drin. Habe ich euch jetzt im letzten DM-Haul gezeigt, der ist auch mal verlinkt. Und ich mag die sehr, sehr gern, diese Handcreme. Riecht halt wirklich sehr angenehm nach Rose, beziehungsweise nach Blumen und werde ich auf jeden Fall auch noch weiterhin testen. Und dann habe ich hier von Essence ein Nagelöl, zeige ich euch hier auch ganz schnell. Und zwar ist das das Nail Repairing Oil with Argan Oil. Ja, ich muss sagen, ich mag Nagelöl irgendwie nicht mehr so gern. Verwende lieber Nagelwachs, habe ich jetzt festgestellt. 8 ml sind hier drin, aber ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen. Dann habe ich hier 2 Handcremes von Jacquemoon, die mag ich ja sehr gern. Und zwar ist es einmal hier dieser pflegende Balsam Marshmallow Heaven mit Aprikosenöl und Vitamin E. Mag ich ganz gern und riecht halt sehr süß, also man muss es mögen. Ich mag das aber sehr gern, wie gesagt, ein sehr süßer Duft, aber finde ich wirklich gut. Und einmal White Chocolate Fantasy tägliche Pflegecreme für fleißige Hände steht hier drauf mit Mandelöl und Drachenfrucht. Und das riecht auch wirklich sehr, 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 sehr gut. Also kann ich nur empfehlen, ein schöner Schokoladenduft, ob es jetzt direkt nach weißer Schokolade riecht, kann ich nicht sagen. Aber ich mag das wirklich super gern und ja, werde ich auf jeden Fall auch weiterverwenden. Dann habe ich hier von Bilou mir einen der Handschäume gekauft. Und zwar ist das von Bilou der Sweet Hands Handschaum. Und der riecht eben nach Aprikose und ich mag den total gern. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Habt ihr noch gar nicht im Haul gesehen, weil den meine Mutter mir mitgebracht hat. Also ich habe ihr quasi aufgetragen, den mir mitzubringen. Und deswegen habt ihr den nicht im Haul gesehen, weil das war nur das eine Produkt. Und
Ja, wie gesagt, der riecht total toll. Habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger hier. Habe ich auch schon ab und an verwendet. Will aber jetzt erst noch einen anderen Handschaum aufbrauchen. Und dann werde ich den wieder weiterverwenden. Ist vegan und mag ich auch relativ gerne. Und dann habe ich hier von Village hier die Gute Laune Handcreme. Hier weiß ich nicht, ob das irgendwie eine Eigenmarke ist oder wo es das genau gibt. Das hatte ich auch in einem Das Tauschpaket ist mit fröhlich frechem Lemongrass-Duft. Und ja, hier sind 100 ml drin. Und jetzt kommen wir zu den Eigenmarken. Und da habe ich auch ein paar Produkte hier. Ich starte jetzt aber erstmal mit einem Produkt, was aus einem Discounter ist. Und zwar ist das von Cien, die Handcreme Asiatische Kirschblüte. Und ja, die mag ich sehr gern. Ich mag den Duft, ich mag die Pflegewirkung, hatte die auch schon öfters da. Kann die auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen. Hier sind 30 ml drin und ja, kann ich weiterempfehlen, wie gesagt. Finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich hier 5 von Isana. Und zwar einmal aus der Herzenswärme, dem Middle Edition Cozy Dreams Handcreme mit warmem Sandelholz und Mandarinenduft. Das sieht so aus und ich mag die ganz gern. Also die riecht wirklich, wirklich gut. Ich liebe die vom Duft her. Ist meine liebste Variante von Isana dieses Jahr. Und ist von der Pflege her so für tagsüber ausreichend. Für abends brauche ich was Reichhaltigeres über Nacht. Aber die ist wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, der Duft ist auch super, super genial. Also kann ich weiterempfehlen. Steht auch momentan am Computer. Und dann habe ich mir von Isana die Handcreme und Maske Almond Dream gekauft. 2 in 1. Mit Mandelöl und Shea Butter für sehr trockene Haut. Die mag ich auch super gern. Ich finde es auch von der Verpackung her super, super schön. Die hatte ich ja letztes Jahr schon und kann dir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist wirklich tolles Produkt. Ja, gibt es nichts zu sagen. Tolles Produkt. Kann ich weiterempfehlen. Wenn ihr einen Rossmann in der Nähe habt, schaut euch das mal an. Und dann gab es ja bei Rossmann dieses Dreier-Set an Handcremes jetzt zum Winter hin. Und das habe ich mir natürlich gekauft. Hat, glaube ich, knapp 4 € gekostet. Und da ist einmal die Variante Hallo Sternenglanz. Das ist mit drin. Jasmin und Rosenduft und die mag ich ganz gern. Finde ich halt auch super süß vom Design her. Dann einmal Hallo Lichtertanz mit Jasmin und Limonduft. Finde ich auch sehr, sehr schön vom Design her und riecht auch sehr, sehr angenehm. Und einmal die Variante Hallo Schneeflöckchen mit Mandel- und Vanilleduft. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Werde ich auf jeden Fall auch alle testen. Dann habe ich hier alle Handcremes, die es von Alterra gibt, weil ich die wirklich sehr reichhaltig finde. Und zwar habe ich da einmal, das ist auch die, die ich jetzt mit schon am längsten da habe, von Alterra die reichhaltige Handcreme Bio Granatapfel Bio Shea Butter für sehr trockene Haut. Die steht momentan an meinem Bett, dass ich sie Ist aufbrauche. auch Ist noch mit Bio Granatapfelkernöl und ich mag die wirklich gern. Also die riecht wirklich super, super angenehm, super schön und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Wirklich tolle Handcreme, wie gesagt, auch momentan eben am Bett. Dann habe ich hier einmal von Alterra noch die Hand- und Nagelcreme Bio Cranberry Bio Vanille für jede Haut. Das ist wirklich einer meiner liebsten Handcremes, wenn es sowohl um den Duft als auch um die Pflege geht, denn die ist wirklich genial vom Duft her. Ist auch noch mit Bio-Shea-Butter und ich mag die wirklich, wirklich gerne. Kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Falls ihr noch was Gutes sucht, schaut euch die auf jeden Fall mal an. Die riecht wirklich toll und die pflegt wirklich gut. Super Handcreme. Und dann gab es vor kurzem eine Aktion bei Rossmann und zwar gab es die Alterra Naturkosmetik-Handcremes mit 33% gratis. Und da habe ich mir diese gekauft, die ich noch nicht hatte. Bio-Sandol und Bio-Arganöl für trockene Haut. Die finde ich auch wirklich gut. Also die riecht sehr, sehr angenehm. Ist noch mit Bio-Shea-Butter. Und ja, die riecht halt einfach nach Sanddorn, aber hat auch diesen Argan-Duft. Mag ich ganz gern, werde ich auf jeden Fall auch verwenden und aufbrauchen. Dann habe ich hier 3 aus Müller. Und zwar einmal von Aveo die Say Hello to Summer Handcreme. Die ist mit Rhabarber und Melone. Habe ich jetzt, glaube ich, 2, 3 Mal verwendet im Sommer. Wollte ich eigentlich noch aufbrauchen, kam aber nicht mehr dazu, deswegen wird die dann im Frühling verwendet. Die riecht ganz Die angenehm. Aveo Handcremes finde ich persönlich immer relativ pflegend und ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich hier von Body & Soul Wellness einmal die Handcreme Aloe Vera. Ich glaube, die hatte ich im Testtauschpaket mit der Lena. Mit Aloe Vera, Panthenol und grünem Tee. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich jetzt noch nicht getestet. Ja, riecht aber ganz angenehm. Und einmal hatte ich im normalen Tauschpaket mit der Lena von Body & Soul Wellness Handcreme Vanille und Mandel. Die finde ich auch genial. Die gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Body & Soul Wellness hat ja sein komplettes Sortiment umgestellt und die ganzen Produkte wurden eben abverkauft. Für, ich glaube, immer die Hälfte reduziert. Und da hat sie mir eben die Handcreme noch gekauft. Das ist auch mit mein liebster Duft gewesen. Jetzt gerade so für den Herbst und für den Winter finde ich den genial. Und ich denke, den werde ich auch bald mal anfangen. Dann kommen wir jetzt zu Balea, beziehungsweise allgemein zu DM. Und hier habe ich zu einem erstmal von Alverde noch eine. Das ist die einzige, die ich von Alverde momentan da Das habe. ist die Variante Schokolieb Chili. Das ist die Handcreme mit süß-fruchtigem Schoko-Chili-Duft. Gab es in einem Geschenkset.
mit Duschgel, Handcreme und Bodylotion. Das habe ich mir eben damals gekauft und ich liebe diesen Duft. Dann kommen wir, wie gesagt, eben zu Balea und da habe ich zu ein, zwei Limited Editions, jetzt wo es im Sommer gab, beziehungsweise Ende Sommer. Und zwar einmal die Balea Handcreme Tropic Fun. Sanfte Pflege mit Ananas und Maracuja-Duft für trockene Hände. Die riecht wirklich super, super gut. Ich mag den Duft total gerne. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr noch eine gute Handcreme sucht. Ist jetzt natürlich nicht so extrem pflegend. Und einmal jetzt Ende vom Sommer gab es ja die Oktoberfestzeit Limited Edition. Und da habe ich mir eben auch die Handcreme gekauft. Und Vanilleduft mag ich auch total gern. Ich hatte davon ja auch die Bodylotion und das Duschgel. Das Duschgel war für mich totaler Flop, weil es einfach nur cremig gerochen hat und irgendwie gar nicht nach Orange und gar nicht nach Vanille. Aber die Handcreme riecht toll. Und ich hatte ja auch die Bodylotion. Die Bodylotion war leider mit Glitzer, deswegen ist sie auf Kleiderkreisel. Mein Kleiderkreisel-Account ist übrigens unten in der Infobox. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da gerne mal nachschauen. Und ja, einmal die Handcreme werde ich auf jeden Fall austesten. Habe ich jetzt bisher noch nicht geschafft. Dann habe ich hier zwei Handcremes aus dem Standardsortiment, die ich mir eigentlich auch immer wieder auf den Herbst und den Winter nachkaufe. Und zwar einmal von Balea die Handcreme Urea. Das ist eine intensive Feuchtigkeitspflege für sehr trockene Hände. Und ja, die soll Spannungsgefühle vermindern und ich mag die wirklich gern. Die ist wirklich schön pflegend. Hier sind 100 ml drin und ja, mag ich wirklich gerne. Hat halt einen sehr sanften Duft, also kann man auch gut mal als Mann verwenden, wenn man eine gute Handcreme sucht. Und dann von Balea die Handcreme Olive. Die finde ich auch sehr, sehr gut mit Olivenöl und Olivenbutter für beanspruchte Hände. Finde ich auch genial. Kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen, falls ihr eine gute Handcreme sucht. Die ist wirklich super pflegend, meiner Meinung nach. Hat einen wirklich schönen, angenehmen Cremeduft. So minimal nach Olive. Mag ich echt gern und werde ich auf jeden Fall auch beide aufbrauchen und verwenden. Dann habe ich hier einmal von Balea die Handlotion Melon Berry mit fruchtigem Duft nach Melone und Johannisbeere. Die geht momentan aus dem Sortiment, habe ich gesehen. Aber ja, ich bräuchte die nicht unbedingt nochmal. Ich habe die damals mir einmal gekauft, habe sie dann von meiner Schwester noch einmal bekommen, weil sie nicht mochte. Und jetzt habe ich eben noch diese eine Packung hier und werde die auf jeden Fall aufbrauchen. Aber nachkaufen würde ich sie mir, glaube ich, nicht. Dann habe ich hier von Balea den Handschaum Cake Pop. Den verwende ich auch momentan. Der ist eben mit Mandelduft und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich mag den total gerne vom Duft her und ja, benutze ich halt momentan. Ich habe viele sagen hören, dass der so ein bisschen klebt, finde ich persönlich jetzt nicht. Wenn man zu viel nimmt, dann klebt der, aber wenn man eine gute Menge nimmt, nicht zu viel, nicht zu wenig, dann ist das wirklich genial und mag ich auch wirklich sehr gern. Und dann gab es ja auch Ende Sommer diese Birds of Paradise Limited Edition und da habe ich hier einmal die Handlotion Quirliger Kolibri mit Kokosnusswasser und Lychee-Duft. Finde ich wirklich, wirklich auch gut, ist eine sehr schöne Verpackung und das riecht wirklich toll. Das riecht für mich wie diese Fruity Harmony Handcreme, die es mal gab und ja, das riecht total gut. Ich mag das. Und dann habe ich auch von Balea noch drei von diesen kleineren Tuben, beziehungsweise vier. Wobei diese hier ist etwas größer. Und zwar ist es von Balea die Handcreme Granatapfel für geschmeidig weiche Hände. Die ist mit Arganöl und Granatapfelduft. Und ich finde die Verpackung super, super schön. Und finde auch den Duft wirklich toll. Werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die sein wird. Und dann gab es da ja, ich glaube, Frühling oder Sommer, dieses, ich glaube, Landglück-Set hieß das. Und da gab es eben auch drei kleine Handcremes von Balea. Und zwar einmal die Variante Handcreme Rose, samtig weich mit Rosenduft. Dann einmal die Handcreme Aprikose, die mag ich auch ganz gern. Und einmal die Handcreme Lavendel. Ja, die drei gab es eben in einem Set und die habe ich auch noch da. Und jetzt kommen wir zu den etwas teureren Handcremes. Und zwar habe ich hier zu einem von Rituals eine. Das ist die Ritual of Sakura Handcreme, beziehungsweise der Handbalm. Der ist mit Cherry Blossom und Rice Milk. Und ich mag den auch gern. Also der riecht total toll. Habe ich ja damals im April in der Glamour Shopping Week mir gekauft, mehr oder weniger. Da hat man ja irgendwie, wenn man für, ich glaube, 25 Euro einkauft, hat man eine gratis bekommen. Also hat sich eine aussuchen dürfen. Und ich habe mich halt damals für die entschieden, weil ich die vom Duft her toll finde. Und werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal bald verwenden. Dann habe ich hier noch drei von Yves Rocher. Und zwar zu einem aus der Winter Limited Edition von diesem Jahr. Die weiße Vanille Handcreme mit 75 ml. Und ja, die mag ich wirklich, wirklich gern. Ist ein toller, toller Duft. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Falls ihr noch was Gutes sucht und ihr Vanilleduft mögt. Sehr, sehr angenehm. Nicht zu stark vom Vanilleduft. Nicht zu schwach. Pflege ist auch wirklich angenehm. Die habe ich jetzt heute auch schon einmal verwendet und finde ich wirklich, wirklich genial. Und dann habe ich mir ja in
Karlsruhe zwei von diesen kleinen Handcremes gekauft mit je, ich glaube auch 30 Millilitern, genau. Und zwar einmal die Variante Coconut, die kennt ihr ja bestimmt. Und einmal Olive. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die sein wird, ob die an die Dalan Olive Creme rankommt oder nicht. Das wäre nämlich super, weil diese Dalan Olive Creme ist wirklich super. Die zwei einmal. Und dann habe ich hier noch zwei von The Body Shop. The Body Shop finde ich auch wirklich, wirklich gut. Und zwar habe ich da auch einmal eben Kokos. Wie ihr seht, ich mag Kokos. Einmal diese hier, 30 ml, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und dann hat meine Schwester sich mal gekauft, das ist auch schon länger her, dieses Geschenkset mit Lippenbutter und Handcreme. Die Lippenbutter habt ihr im letzten Sammlungsvideo gesehen, das ist doch am Ende nochmal verlinkt. Und die Handcreme kommt eben jetzt, und zwar ist das die Shea Handcreme. Wie gesagt, hat sie in einem Set gekauft und habe ich dann einfach so bekommen, weil sie es eben nicht verwendet hat. Und das ist eben diese Handcreme hier, 30 ml sind hier drin, finde ich auch total genial, ich liebe das. Und diese Shea Handcreme werde ich jetzt auf jeden Fall auch im Winter noch aufbrauchen, weil die halt vom Duft her eher so ein bisschen wärmer ist. So, und das war es auch schon mit meinen Handcremes. Ich verlinke euch jetzt gerade einmal meine letzte Sammlung und auch die Playlist von den Sammlungen aus Juni dieses Jahr. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!